Jo Leute, herzlich willkommen zurück. Der SV ist jetzt halt unser und jetzt hatten wir ja den Porsche gekauft, ne? Ich habe den mal eben repariert, den SV. Jetzt haben wir hier die Porsche Action, ne? Porsche Action, jo jo. Wollen wir das doch erstmal machen? Dreimal Raceway. Mit Teilnahmegebühr, die Schweine. Schwierigkeitsgrad Champion. Naja. Wie? Wat? Das hätte mir auch mal vorher einer sagen können, ne? Ach du Scheiße. Jetzt muss man nämlich erstmal wieder Geld verdienen, nicht? Klasse. Ach je. Na gut. Also dann doch die Need for Speed Tour erstmal, ja? Klasse B. Was habe ich denn? Klasse B. Habe ich nur meinen Mercedes. Okay. Zweimal Celtic Ruins und zweimal Landstraße. Ja. Sonst gibt es ja auch nichts groß mit Klasse B, ne? Dann werde ich wohl einfach nur den mal ein bisschen aufrüsten. Und ja. Das ist alles wieder wirre, weil das Menü wieder auf uralt ist und ja. Wieder sehr intuitiv. Lässt wieder doof gucken, alles hier. Was gibt's denn sonst Klasse B? Wahrscheinlich nur den BMW Z3, oder? Ja. Ja, das kann lustig werden. Würde ich sagen, geben wir hier mal Galle. Kohle gibt's da ja ordentlich. Ist halt nur die Frage, kann man das denn auch gewinnen so leicht, ne? Ich vermute mal nicht. Aber wir gucken mal. Bei dem Pontiac Firebird, den gab es auch noch, ne? Das war auch noch Klasse B. Meine ich jedenfalls. Na, schauen wir mal, wie es läuft hier. Im Moment ist das ziemlich schwierig, weil die alle dasselbe fahren wie ich. Ja. Schön weggepowert. Vier Runden, jawohl, ey. Okay. Will ich sie mir mal holen, einen nach dem anderen. Rückwärts, ne? Schweine. Spaxen wir mal fest hier. Drecksack. Komm schon. Geh mir aus dem Weg. Meine Strecke. Ja, Pontiac Firebird. Hätte ich mir vielleicht auch schon mal holen sollen und aufmotzen und so. Weiß ich nicht. Der
steht anscheinend besser da, wie ich mit dem Benz, ne? Ja, mehr wie Vollgas kann man halt nicht fahren, ne? Kann ich ballern wie der letzte Henker, da bringt mir nichts, ne? Ich hab keine Chance gegen den Pontiac. Oh shit, ey. Scheint ja ein Pontiac Firebird zu sein, ne? Ne, doch nicht. Z3 BMW. Na gut. Er zieht mich einfach ab mit meinem Benz, oder? Gibt's ja nicht. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Wäre der BMW tatsächlich die bessere Wahl gewesen zum Start, ja? Ich weiß es nicht. Ich hatte früher eigentlich immer den Eindruck, dass dem nicht so ist. Aber gut. Ballern auch wie ich, wie der letzte Henker hier. Ja, haha, und tschüss. Action bis auf den letzten Meter hier. Tatsächlich auf der Sack. Gummibandeffekt oder wie jetzt hier? Mach dich weg. So und nicht anders. So wollen wir das sehen. Und ab dafür. So, Wagenreparatur kann man ja mal machen, ne? Ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Und günstig zudem. Na dann. So, weiter geht's, wa? Würde ich sagen. Jetzt geht's bestimmt vorwärts. Würde ich fast wetten.
das ist gar kein Problem hier. Eigentlich an und für sich. Also habe ich die Strecke absolut drauf eigentlich. Eigentlich. Was macht er da anders, dass er mich aufholen kann? Dass er mir aufholen kann? Ja, das verstehe ich nicht. Bei denen ist es ja Gummiband-Action angesagt, für Speed-mäßig. Oh yeah. Immer wieder angekrochen, ne? Junge. Was macht der da? Der cheatet doch. Kopf an Kopf rennen hier. BMW und Mercedes. Oh shit. Ja, komm, hup morgen mehr. Reicht's mir aber. Mein Handy ist stärker als dein Fax.
Ja, haben wir es eigentlich gleich, ne? Werde ich aufteilen, ne? Aber hier kriegen wir mit zwei Strecken A4 Runden locker schon an die 20 Minuten voll. Verzieh dich. Das gibt's doch nicht. Leg dich nie mit Dennis an hier. Hast du keine Chance, Computer. Ja, Leute, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Need for Speed High Stakes oder brennender Asphalt. Ne? Bis dahin, macht's gut oder besser.